So, sehr gut, hört sich gut an. Ich heiße Sie herzlich willkommen zur Pressekonferenz hier wieder im Presseraum der Kassel Huskies, 6. Spieltag. Die Kassel Huskies gegen den EC Bad Nauheim. Endstand 3:2, Zuschauer 3141. Strafen muss ich nachreichen. Zu meiner Linken begrüße ich Gästetrainer Petri Kujala, zu unserer Rechten, wie immer, Rico Rossi. Petri, zum Spiel, war Kassel heute effektiver? Ja, auf jeden Fall. Kassel hat die Chance, was wir gegeben haben. Insbesondere in den ersten Drittel. Wir wussten, dass Kassel sehr, sehr hart kommen wird. Und wir sind auch gekommen. Wir sind eigentlich ganz gut von der Drucksituation haben und lösen können. Erste Tor natürlich, lange Wechsel in Unterzahl. Da wusste man, dass da was passieren kann. Und beim zweiten oder vierten Reihe ein bisschen durcheinander. Genauso wie beim dritten. Aber alles in allem haben wir eigentlich gutes Spiel gezeigt und bis zum Ende unsere Chancen gesucht und leider nicht reingetan. Insbesondere im zweiten Drittel hatten wir eine gute Phase, wo wir das 2:2 schießen hätten können. Aber daraus lernen wir am nächsten Wochenende geht es weiter. Schön. Rico, am Freitag habt ihr auch 3:1 geführt. Das ging dann bekanntlich noch in die Hose im Penalty-Schießen in Dresden. Heute die 3:1-Führung, sagen wir, über die Zeit gebracht. Es wurde wieder knapp am Ende, aber wie zufrieden bist du mit den Jungs heute? Letzten Endes Freitag zum Vergleich, hast du gesagt, es fehlte da so ein bisschen die Cleverness, das Ding über die Zeit zu bringen. War sie heute da? Ja, erster, sicherlich bin ich zufrieden mit unseren ersten 3 Punkte, aber will ich ganz ehrlich sagen an die Zuschauer, was für eine Unterstützung das wäre. Die Jungs sind nervös, das ist klar, die sind jung. Wie gesagt, wir sind die 5. jüngste Mannschaft der Liga. Und die waren sicherlich nervös nach die 3:2, aber die Fans haben uns immer gepusht und hat uns wirklich die Unterstützung gegeben, dass wenn du auswärts, du bekommst das nicht und du merkst die Nervosität, aber wenn du zu Hause bist, bekommst du das. Und ein großes Dankeschön an unsere Fans. Zu den Jungs haben wir schon in 48 Stunden gesehen, dass die Mannschaft ist lernfähig. Die gleiche Situation, fast identisch zum Freitag. Und trotzdem haben wir die Nerven mitgehalten, diesen Sieg über die Bühne zu bringen. Das ist ein Lernprozess für diese Mannschaft und ich bin natürlich sehr zufrieden mit noch 4 Punkten Wochenende, das Back-to-Back 4 Punkte. Wir haben in 4 von unseren 6 Spielen gepunktet. Wir haben 5 von unseren 6 Spielen 1 Tor Unterschied. Die Liga ist so gleich stark von oben bis unten, dass die Tabelle heißt gar nichts. Jede Mannschaft musst du deinen Punkt erst gewinnen und das haben wir heute gegen Nauheim. Und natürlich, das freut uns viel für unseren ersten Sieg. Danke dir, Rico. Dann gucken wir noch einmal kurz in die anderen Stadien. Heute ganz modern auf dem Handy. Die Eispiraten Grimmitschau gewinnen gegen die Bietigheim Steelers 2:1. Die Partie Lausitzer Füchse gegen Starwoods Rosenheim ist beim Stand von 3:3 in der Verlängerung. Im zweiten Drittel steht es zwischen den Wölfen Freiburg und den Fishtown Penguins aus Bremerhaven 0:4. Kaufbeuren gegen Rissersee 0:6 im zweiten Drittel. Die Heilbronner Falken liegen ebenfalls zurück zu Hause 0:1 gegen die Löwen aus Frankfurt. Und nach dem ersten Drittel steht es zwischen Ravensburg und Dresden 2:1. Herr Kujala, ich darf Ihnen und Ihrem Team eine gute Heimfahrt wünschen. Wir sehen uns kurz nach Weihnachten wieder hier in der Eissporthalle. Für die Huskies geht es weiter am Freitag mit dem Heimspiel gegen Heilbronn um 19:30 Uhr. Und am Sonntag steht dann die lange Auswärtsfahrt nach Rissersee an. Kommen Sie gut heim, wir sehen uns am Freitag wieder.